Noch in Sicherheit. Mal sehen, wie lange, wann es wieder ausartet. Aber erst einmal, hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Dishonored, Tod des Outsiders. Ich muss erst mal das Bild öffnen. Oh, du bewahrst deine Geheimnisse dort auf, wo du sie sehen kannst, nicht wahr, Dolores? Tresorschlüssel. Diesmal werde ich nicht geblendet. Okay, ich habe den Tresor. Schlüssel. Was versteckt sie sonst noch? Ein Weg ins Nichts? Cienfuegos hat Dokumente der Augenlosen ans kaiserliche Konservatorium geschickt. Ich muss rausfinden, was er wusste. Ich muss ins Konservatorium. Ein Bergarbeiterlager in den Bergen? Aber da stimmt was nicht. Es wurde vom Nichts verändert. Es existiert nicht. Jedenfalls sollte es das nicht. Da müssen wir hin. Billy, können wir das nicht abkürzen? Shinderay. Ob man so das kaiserliche Konservatorium abkürzen könnte? Ich glaube ja nicht. Kein Schatten, wenn wir uns da vorstellen. Wäre doof, wenn man so ein doch tolles Level einfach überspringen könnte. Das bringt uns keine Informationen. Mach aus, hier ist blendet. Die hatte hier noch was auf dem Schreibtisch. Goldbahn, genau. Das Adressbuch. Hier ist aber kein Datum drin, wenn da Galvani drinstehen würde. Da wäre der Tresor, wenn er hier oben wäre. Dr. Galvanis Memoien. Kein Datum oder ja, nichts dergleichen. 29. Moment. Nee, ist er noch hier? 29 Kälte. Nee, 28 Kälte. Wenn ich jetzt hier noch einen Kalender finde und das zufällig auch noch einstellig ist. Wobei, was steht denn da eigentlich zu diesem Tag? Muss ja gar nicht der wichtigste Tag sein. Ah, wichtigste Tag in meinem Leben. Haha. Kälte, ich brauch so einen Kalender. Kälte, 28. Kälte, 28 Kälte. Meine. Bimmelbim. Naja. Ich darf hier nicht so rumrennen, ne? Weil da gibt's ja noch jemanden. Jetzt ist hier kein Kalender. Wo war hier ein Kalender? 28 Kälte. War hier einer drin? Oh, jetzt muss ich wieder ewig warten, bis der aufmacht. Bitte Zutritt zum Sicherheitsbüro. Code B15D. Dankeschön. Hast du einen Kalender? Kein Kalender. Eine Karte. Kalender. Die Kälte. Moment. Wieder weiter nach unten gucken. Komme ich immerhin ran. Da. Die große Kälte. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre ja halt Eis. Das wäre die 8. Nee. Muss schon das sein. Die 7. 3, 4, 5, 6, 7. Notfalls die 8. 28, 7. 28, 7. 28, 7. Ich komme gleich ran. Und dann ist er wieder ausgeraubt worden. Dann ist er wieder angearscht. Mal gucken, ob es da im dritten Teil eine Erwähnung gibt. So. 28, 7. Der war hier hinten. Na, oh nein, einfach zu viel gedrückt. 28. Soll jetzt nicht zu viel drücken. Und die 7. Ein Pipmatz. Über den Vogel Bertie.
Goldbarren. 450. Ich habe Bertie, wie wir ihn nannten, auf einer dieser vom Pech verfolgten Expeditionen nach Pandysien gefangen und auf denen ich und ein paar andere von Zeit zu Zeit versuchten, in die Fußstapfen des großen Sokolov zu treten. Die Vögel bilden große Schwärme und nisten an Klippen. Bertie war zu nah an unserem Schiff geflogen, also fing ihn einer der Matrosen mit einem gut gezielten Netzwurf und wir steckten ihn in einen Käfig. Kein anderer seiner Art hatte vor ihm jemals die Küste von Gristle erreicht. Als ich ihn zum ersten Mal ausstellte, sorgte er für einiges an Aufmerksamkeit. Ich hielt eine Reihe von Vorlesungen über die pandysianische Fauna und jedes Theater war randvoll mit Zuschauern. Die hofften, einen Blick auf meinen kleinen Vogel zu erhaschen. Von Freunden hörte ich, dass Bertie sogar in Form kunstvoller Zeichnungen in einigen Kinderbüchern auftauchte. Mit der Zeit wurde Bertie recht zahm und fraß sogar Trauben aus meiner Hand. Leider starb er schon nach wenigen Jahren. Doch er war der Auslöser einer Leidenschaft für pandysianische Vögel, Eiersammeln und Tierpräparation. Ich habe ihn ausstopfen lassen und gelegentlich für eine kleine Gebühr ausgestellt. Bertie war immer ein ganz besonderer Platz, wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Oh, schön. Also mit dem Riesen, ich sag mal Horn, ist das schon ein seltsamer Vogel. Oh. Den kann man nicht wegnehmen, würde ich aber auch nicht wegnehmen. Nö, das ist gemein. Ich will wieder zumachen. Moment. Lesen. Und mach den zu, ey. Der Vogel soll auch da drin bleiben. Ah. Der Gegenrennen geht aber auch nicht. Dann bleibt es halt offen. Wobei, hier ist wieder zu. Hm. Ach, der wird dann, ich schätze mal, weil es offen bleibt, wird er auf jeden Fall geklaut und dann wird es vielleicht mal in Teil 3 erwähnt, dass Bertie geklaut wurde. Aber das wäre ja kacke. Hm. Machen wir erstmal auf. Sie werden erst wissen, was fehlt, wenn es zu spät ist. Mann ey, was hier noch alles drin ist. Was man hier im Spiel noch alles finden kann an Kombinationen und so weiter und so fort. Blutsteinrune. Da liegt auch wieder Glück drin. Zwei Schlösser. Hm. Das muss sie sein. Das Zwillingsschwert. Wir wurden beide ausgesetzt, einer ungewissen Zukunft überlassen und von Mördern großgezogen. Daud hat dein Leben verschont vor all den Jahren. Aber ich habe gelernt, was dir noch fehlt. Manche Wunden bleiben selbst im Nichts bestehen. Gib her. Für sowas habe ich keine Zeit. Die Zeit wiederholt sich in unendlichen Mustern. Vor 4000 Jahren hat dieses Messer meinen Namen weggeschnitten. Verloren für immer. Du weißt, wie es ist, mit einem fremden Namen zu leben. Uns machen die Dinge aus, die uns genommen werden. Ich habe die Menschen gesehen, die du mit deiner Magie vergiftet hast. Du weißt, was ich will. Du weißt, ich bin hinter dir her. Ich weiß mehr als die meisten. Ich weiß, dass die Zeit um dich in sich selbst blutet. Ich weiß, dass du es gespürt hast und die Orte suchst, an denen die Welt mit dem Nichts kollidiert. Ich weiß, dass Daud tot auf deinem Schiff liegt und du dieses Messer bei dir haben wirst, um mich im schwarzen Herzen aller Dinge zu töten. Warum tust du das? Warum sprichst du mit mir? Ich bin hier, weil du anders bist. Das Nichts hat durch die Risse deines kaputten Lebens zu dir gefunden. Und wenn du mich herausschneidest, was bleibt dann? Was wirst du hinterlassen, wenn du gehst? Was will der Outsider von mir? Daud. Ist er wirklich tot? Ich habe das Messer. Ich muss zur Dreadful Whale zurück. Kommt jetzt noch ein Tutorial? Toll, dass man damit die Leute wegschleudern kann.
Also ich weiß, um mal bei den Worten zu bleiben, dass der Outsider einfach will, dass wir ihn umbringen, weil er eben keinen Bock mehr hat, weitere 4000 Jahre da herumzudümpeln. Er will endlich auch einfach... Wo geht's denn da hin? Seine Ruhe haben. Ach, hier geht's auch alternativ bloß. Okay. Zum Penya. Er hat dann einfach selbst keinen Bock mehr. Weiter da nichts zu versauern. Das kann ich auch verstehen, aber ich mag den Outsider, so wie er uns immer erschienen ist, sehr. Hier oben ist nichts weiter. Er nutzt es halt voll aus, dass Billy ihn umbringen will und er eben umgebracht werden will, damit er endlich befreit ist. Aber warum will man den Outsider umbringen? Weiß nicht, also Billy und Daud sind da ganz schön engstirnig, finde ich. Naja. Sowas gäbe es noch. Also ein Knochenartefakt bekomme ich schon mal nicht. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Kette? Kann ich oben jetzt aufmachen? Und dann runterklettern auf den Tresor rauf, um da vielleicht noch irgendwie in einen Alternativeingang zu kommen, um den anderen Kram auch abzugreifen? Also hier komme ich nicht ran, wenn das Ding nicht oben ist. Demzufolge kann ich es auch nicht aufmachen. Lag auf dem Schreibtisch noch Krimskrams. Ja. Fortschritt mit Jindoshs Tresor. Die Brandpfeile. Da hinten ist noch Badesalz. Eine Klolektüre. Ah ja. Gut, dann sind wir hiermit durch. Die ganzen Codes für den ganzen Tresor, die wird man finden können. Aber das ist jetzt nichts für mich. Vielleicht, wenn ich dann auch dieses Spiel hier noch einmal spielen sollte, für mich alleine vielleicht mal. Dann, wenn ich wirklich mir ganz, ganz, ganz viel Zeit lasse. Na? Nur bewusstlos. Meine Münzen. Und hier hat es einen erwischt und er ist nicht gestorben. Leider nur ein. Aber auch nicht so schlimm. Raus hier. Gut, wir müssen noch zum Konservatorium und dann, klar, wieder am Kult vorbei. Zum Auge. Oh, ich muss den alternativen Weg finden. Ne? Ich muss an den ganzen steinernen und Abbildern des Nichts vorbei. Ich muss bloß vorbei. Ich kann die ja eh nicht umbringen im Sinne von würgen oder so. Also ich kann die ja bloß umbringen. Ich kann sie nicht stilllegen. Insofern muss ich die einfach bloß alle umlaufen. Einfach gesagt, ist getan. Ne? Sie dürften jetzt von Wachen nur so wimmeln, aber das sollte kein Problem sein. Kehre zur Dreadful Whale zurück. Macht das Schwert gerade so einen Lärm oder ist hier ein Knochenartefakt? Wird wohl das Schwert sein. Hier liegen ja noch Münzen. Alles noch leer. Dann gehen wir nochmal zum Schwarzmarkt. Einen Schwarzmarkt würden wir ja noch finden. Einen vor der Mission, die uns zum Auge führt. Ich brauche noch. Zum Glück habe ich mir da was übrig gelassen. Sie schläft gleich ein, mitten bei der Arbeit. Glaube ich. Brauchen wir nicht. Ich brauche eins. Sie werden mit Ihrem Kauf ganz sicher zufrieden sein. Springmine nein, Hakenmine ja gerne. Ausgezeichnete Wahl. Auch wenn wir vielleicht noch eine finden würden. So, Pistolenversagen hat sich halt nicht geändert, was hier im Angebot herumliegt.
Mondtinktur jetzt noch kaufen, ja genau. Was wäre Kanaka nur ohne seinen Schwarzmarkt? Kanaka ohne Schwarzmarkt? Mancher Handel gehört ein netter Zahnstocher. Das Knochenhandwerk bekommen wir jetzt. Oder haben wir schon bekommen? Minenkapazität erhöhen? Kapazität erhöhen. Oder hier nochmal 5 respektive 3. Hier haben wir schon alles. Hier brauchen wir eigentlich nichts. Das haben wir auch schon. Alltagsmunition brauchen wir nicht. Brandbolzen kaufen brauchen wir nicht. Stromschüssel kaufen hatte ich bisher keinen Verlangen. Mache ich, glaube ich, relativ spät. Nachladen am ehesten. Überdruckgranate. Gekauft werden. Dämpft den Lärm der Überdruckgranate. Muss ich aber zwingend das hier nehmen. Das ist kacke. Überdruckgranaten nur im Notfall, ansonsten die Stromschüsse. Sprengminenreichweite. Mehrwegfalle. Hakenminenreichweite vergrößern. Ja, das auf jeden Fall. Und was wollte ich jetzt noch? Minenkapazität dafür erhöhen. Ich will auf jeden Fall die Schüsse erhöhen. 3 Stromschüsse mehr. Genau. Auch nochmal alle Minen um 2. Ja, dann haben wir noch 1200 über. Das heben wir uns für das kaiserliche Konservatorium auf. Der Vorbesitzer hatte einen Unfall. So, Kabelwerkzeug, Springmine, Hakmine 2, kosten ja bloß 60. Genau. Damit bin ich durch. Ich hoffe, Sie schauen mal wieder vorbei. Ja. Wie gesagt, vielleicht beim dritten Mal durchspielen, aber so schnell erstmal nicht, schätze ich. Wem laufe ich hier noch über den Weg? Niemanden. Wir haben auf jeden Fall mehr Münzen eingesammelt, alleine mit den 450. Gegner getötet. 3 Angriff, nicht tödlich. Überwiegend, na immerhin nicht tödlich. Alarm ausgelöst, 2 Leichen entdeckt, Entdeckung, boah, kann man gar nicht vorlesen. Habe ich jetzt mehr oder weniger, also Knochenartefakte, klar, die da unten, die da noch liegen zum Beispiel, dann 1 im Tresor, macht dann, unten bei der Händlerin waren 3, ne? Dann das 4. oben im Tresor. Da fehlen immer noch 3. Also bei den Münzen bin ich mir gerade auch nicht so sicher, ob ich jetzt besser war oder nicht. Hier habe ich gar nichts geschafft. Das hat sich sehr schnell übrig. Allgemein war der Bankraub gar nicht so gelungen. Abgesehen vom Galvani-Code und vielleicht der Tatsache, dass ich oder die Erkenntnis hinter die mechanischen teleportieren und dann pieksen und dann nochmal pieksen. Ja, aber so oft treffen wir nicht mehr auf mechanische. Genau, Inhalt gestohlen. Bankpersonal mit der Mondtinktur betäubt. Es hätte deutlich besser laufen können. Ich habe es mir anders vorgestellt. Neuer Anlauf, kaiserliches Konservatorium. Eleuterio Cienfuegos, ein ehemaliges Mitglied der Augenlosen, hat wichtige Dokumente gestohlen, die von einem Zugang zum Nichts handeln, und sie ins kaiserliche Konservatorium geschickt. Finde einen Weg hinein und suche dieses gestohlene Archiv. Trugbild von Leichen. Bewusstlos ja, tote Person nein. Ey, Hakenminen-Letalität. Tödlich oder nicht, genau. Das Feuer brannte die ganze Nacht. Verbarg die Sterne und Wasser zischte, als sich mein altes Schiff unter seinem Leichnam schwärzte. Dort, endlich tot. Wie viele wollten dich töten und sind nie weiter herangekommen als ich? Wie hoch war dein Kopfgeld, alter Mann? Jetzt kann nur noch das Nichts es kassieren. Jahrelang habe ich auf das Zeichen des Outsiders gehofft. Doch er gab mir das Messer, das ihn erschuf. Eine Waffe, die ihn auch vernichten könnte. Ich verstehe seine Motive nicht. Aber ich weiß, was Daud wollte. Und wenn er auf ewig im Nichts wandeln muss, kann ich ihm vielleicht Frieden bringen, indem ich dies beende. Lachte der Outsider, als die Dreadful Whale brannte? Oder sah er wie ich nur zu? Es war ein prächtiger Scheiterhaufen. Leb wohl, Daud! Ich bringe dein Werk zu Ende.
Wenn wir jetzt mal von Frieden bringen und den letzten Satz... Das Schiff, das mich viele Jahre lang begleitete, verbrannte in wenigen Stunden. Daud ist tot. Und mit ihm Megan Foster. Einer der Augenlosen, ein Maler und Apotheker, hat Informationen über den Zugang zum Nichts gestohlen. Sein Name war Cien Fuegos und er war besessen wie alle anderen. Aber er ging zu weit. Bevor ihn die Augenlosen töteten, schickte er das Gestohlene an die Kuratorin des Kaiserlichen Konservatoriums. Wer weiß, vielleicht hätte sie ihm helfen können. Die Kuratorin ist weg, aber was Cien Fuegos ihr geschickt hat, ist noch da. Der Jedermannsorden hat übernommen. Jetzt suchen Aufseher und Ordensschwestern nach Anzeichen von Ketzerei. Ich muss die Überreste des Apothekerarchivs finden, bevor sie das Konservatorium auf den Kopf stellen. Neutrales Gebiet. Wenn man eben mal das Frieden bringen und eben den letzten Satz das Werk von Daud beenden mal ausklammert, dann klingt es fast so, als würde sich Billy freuen, dass Daud weg ist. Na Gott. Dann, ja, was dann? Das gucken wir uns mal kurz an. Ich werde das hier wieder abspielen lassen. Aber wer will, der kann sich das noch anhören. Also zum Schluss. Und wenn ich, der nicht. Ja, wir können ja bloß hier bleiben. Sachen packen ist noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Wir wissen noch nicht, wo wir hin müssen. Wobei wir es eigentlich wissen. Aber das war eine andere Zeit. Stimmt, der war eine Hakenmine. Hätte ich mir merken können. Kein Tabak mehr. Ich bringe zu Ende, was du begonnen hast, Daud. Hier klingt sie wieder ganz anders. Und zwar sehr mit Daud mitfühlend. Na gut, dann gucken wir hier noch drauf. Die Informationen, die ich brauche, sind in den Archiven im Keller des Konservatoriums oder im Büro der Kuratorin. Der Orden hingegen wird überall sein. Nix zum Scrollen. Dolores Tagebuch. Manche sind auf eine Sache fixiert und kommen nie davon los. Cien Fuegos wollte das nicht sehen. Vielleicht sieht er es jetzt. Und vermisster Apotheker tot aufgefunden. Vor ein paar Monaten wurde das Konservatorium plötzlich geschlossen. Der Orden untersucht gerade, welche schwarze Magie praktiziert wurde. Nur der Outsider weiß, wie lange die Augenlosen ihr Versteck geheim gehalten haben. Ich werde es finden. Genau, das werden wir und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss. So Dinger wie die Bank haben wir oft gedreht. Häuser überwachen. Schlüssel klauen, Diener bestechen und während der Warterei unsere Klingen schärfen. Du warst stolz auf unser Potenzial, das wusste ich. Ich habe nie von meiner Zeit in Kanaka erzählt, wie ich nach Dunwall kam, wie mich der Outsider zu dem machte, der ich war. Jetzt blicke ich zum letzten Mal aufs Wasser hinaus und weiß, nichts davon ist wichtig. Wer ich war, wird mit mir sterben. Was bleibt, sind deine Erinnerungen an mich. Du warst meine beste Schülerin. Und ein Verrat zu erwarten. Bei unserer Art von Leben war es nur eine Frage der Zeit. Aber jetzt muss ich mich erneut auf dich verlassen. Du hast, was du brauchst. Du weißt, was zu tun ist. Es wird Zeit, Billy. Töte den Outsider. Befreie die Welt von dieser schrecklichen Macht. Nach allem, was wir getan haben.